Willkommen zum dritten Vortrag im Track Ausbildung und Lehre. Den Vortrag hält Matthias Gröbe von der TU Dresden vom Institut für Kartografie. Und Titel des Vortrages ist Kartografische Generalisierung mit PostgreSQL und PostGIS. Es sollen anhand von Beispielen Möglichkeiten der Generalisierung gezeigt werden. Also ich bin auch sehr gespannt. Nochmal der Hinweis, wenn Fragen zu dem Vortrag sind, bitte gern rechts im Bereich Fragen stellen. Wir sammeln die und ich werde die dem Vortragenden nach dem Vortrag stellen. Wir müssen mal sehen, wie viele Fragen wir dann schaffen. Okay. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Kartografische Generalisierung mit PostGIS. Mein Name ist Matthias Gröbe, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dresden, arbeite im Institut für Kartografie und möchte heute vorstellen, was ich unter anderem mit meinen Studenten in der Übung mache. Das ist Kartografische Generalisierung, passend zur Lehrveranstaltung. Und ich habe jetzt die Übung umgestellt, dass wir das jetzt auch mit PostGIS machen. Zum einen, weil ich selber sehr gerne mit PostGIS arbeite, weil ich finde, dass es oft benutzt wird, dass es sehr performant ist und weil es auch eine hohe Anzahl an Funktionen bietet, die man sonst so selten in einem GIS, in einem freien GIS so zusammen bekommt. Für die Generalisierung ist es wichtig zu wissen, was am Ende dabei rauskommen soll. Das Endergebnis soll eine gut lesbare Karte sein. Die Karte kann man beschreiben als ein Modell der Wirklichkeit. Es ist maßgebunden, es hat einen Maßstab, es ist strukturiert, es ist klar festgelegt, was in der Karte zu sehen ist und wie es dargestellt wird. Es hat räumliche Bezüge, man sieht Objekte in Bezug zueinander, es ist ein grafisches Modell, man sieht es, also als Grafik kann man es wahrnehmen. Gut, man könnte es jetzt auch vielleicht als Blinde ertasten, entsprechend. Jedenfalls ist es für uns die meisten Menschen ein grafisches Modell und das müssen wir wahrnehmen. Und dafür haben sich bestimmte Konventionen herausgebildet und die können wir vor allen Dingen durch Abstraktion darstellen. Ich habe das versucht auf der rechten Seite so ein bisschen darzustellen, im Übergang von einem Orthofoto zur Karte, wo man sieht, okay, das Orthofoto, also die Wirklichkeit, das Abbild der realen Welt ist wesentlich detaillierter, als die Karte das wiedergeben kann. Die Karte ist abstrahiert. Sie zeigt Gebäude als schwarze Rechtecke, Straßen als schwarz-weiße Doppellinien, Wiesen so als Doppelgestriche, Wald ist grün, dabei ist Wald nicht grün, Gewässer sehen wir meistens als blaue Farbe, aber wie man hier sieht, wir sind hier bei Dresden, im Schloss Pillnitz, die Elbe, eigentlich ist die Elbe gar nicht blau, die Elbe ist irgendwie braun, irgendwas anderes, also man sieht halt wirklich ganz gut, wenn man das so übereinander vergleicht, es ist die Karte, es ist ein Modell. Ein Modell der Wirklichkeit. So, und damit man da hinkommt, muss man abstrahieren. Und dieser Abstrahierungsprozess ist die eigentliche Generalisierung. Und die Generalisierung, jetzt besonders im kartografischen Sinne, ist die maßstabsgerechte, inhaltliche, grafische Vereinfachung der komplexen Wirklichkeit. Wie man sieht, also das Orthofoto ist komplex und man versucht es mit der Karte zu vereinfachen. Klar, die Karte ist auch noch komplex, aber wesentlich einfacher und weniger detailliert ist das Orthofoto. Es ist eine zweckmäßige Auswahl in der Karte. Man hat versucht jetzt in der topografischen Karte, okay, das relativ umfassend wiederzugeben, aber halt doch zweckmäßig, dass man nicht mehr alle Details hat. Man muss halt dann reduzieren. Ja, es geht dabei, möglichst lagenau zu bleiben, Charakteristik des Geländes, der Landschaft zu behalten und es möglichst eindeutig darzustellen. Dinge auch vielleicht so darzustellen, die man gar nicht im Orthofoto erkannt hätte, wie zum Beispiel die Personenfähre, PF, die hier eingezeichnet ist. Es wäre schwierig, das aus dem Orthofoto zu erkennen. Genauso, dass da eine Orangerie ist, dass das Schloss Pillnitz heißt. Dass man also ein Schloss ist, das sieht man als geübter Betrachter. Das sieht aus wie ein Schloss. Es geht dann weiter, die Berge hoch. Das sieht man anhand der Höhenlinien. Das wäre im Orthofoto schwieriger. Es ist also schon eine Karte, ist detaillierter in gewisser Hinsicht, dass das Orthofoto, dass es mehr Informationen enthält, aber andere Informationen, die man gar nicht so aus dem Orthofoto herauslesen könnte.
Nun ist Generalisierung nicht gleich Generalisierung. Es gibt verschiedene Arten der Generalisierung. Und zunächst, um jetzt einen Schritt nach dem anderen darzustellen, würde ich mit der Erfassungsgeneralisierung beginnen. Die Erfassungsgeneralisierung dreht sich darum, die reale Welt in einem digitalen Landschaftsmodell wiederzugeben. Man überlegt, okay, wie kann man jetzt diese vielen Details abstrakt darstellen? Und dabei muss man die Realität halt an das Modell anpassen, weil der Wald hat nun mal keine scharfe Kante, wie das so im digitalen Landschaftsmodell ist, sondern hat eigentlich so einen Übergang, wo man sagt, okay, der Wald geht über in die Wiese, ins bebaute Gebiet, das ist keine scharfe Kante, der Baum ragt hinüber, aber wir vereinfachen das, um es besser verarbeiten zu können. Dann hat man ein Datenmodell. Dieses Datenmodell kann man natürlich wieder in ein anderes Modell überführen. Das kann verschiedene Gründe haben. Also, wenn man zum Beispiel verschiedene Daten aus verschiedenen Ländern vereinheitlichen muss, kann das notwendig sein, eine Modellgeneralisierung vorzunehmen. Aber es kann auch sein, dass man bestimmte Eigenschaften gar nicht braucht, dass man sagt, okay, ich schaue mir den Wald an, ich will jetzt nur den Wald wissen und nicht wissen, ob das Laubwald ist, Nadelwald ist oder tropischer Regenwald ist einfach nur Wald sein. Man reduziert die Details oder man sagt, man macht eine 2D-Karte. Bei der 2D-Karte ist die Gebäudehöhe zu vernachlässigen. Wenn sie im Landschaftsmodell mit erfasst wurde, ist das gut, aber wenn man es dann später gar nicht braucht, ja, dann kann man das auch wegwerfen. Und das kann semantisch sein. Attribute jetzt kann sein, aber auch eine geometrische Vereinfachung durchaus. Und zum Schluss, nach der Modellgeneralisierung, kommt die kartografische Generalisierung. Ziel der kartografischen Darstellung ist halt, eine gute Grafik zu erreichen, die auf den Maßstab angepasst ist und die jetzt quasi von Datenmodell dann wieder zu einer Grafik übergeht, zu dieser abstrakten Grafik, die wir Karte nennen. Die Maßnahmen, die man jetzt da ergreift, haben Schwerpunkt darauf, die Verbesserung der Lesbarkeit und die Anpassung an den Maßstab zu optimieren, um halt auch dem Anwender jetzt nicht zu belasten mit zu vielen Details, dass man sagt, okay, die Karte ist für diesen Zweck möglichst angepasst und optimal. Wenn es jetzt darum geht zu generalisieren, kann man noch ganz kurz zwei verschiedene Modelle einführen. Das eine ist das Sternmodell. Und das andere ist das Leitermodell. Beim Sternmodell geht es davon aus, okay, man hat dieses eine digitale Landschaftsmodell und sternförmig geht es zu unterschiedlichen kartografischen Modellen angepasst für den jeweiligen Maßstab. Sagt, okay, es gibt immer einen zentralen Knoten, eine zentrale Datenbank und von der wird alles andere abgeleitet. Beim Leitermodell ist das immer aufeinander aufbauend, okay, man beginnt mit dem digitalen Landschaftsmodell und geht dann die Maßstabsreihe meinetwegen durch. 1 zu 10.000, 1 zu 25.000, 1 zu 50.000, 1 zu 100.000, 1 zu 5.000 und so weiter. Es gibt beide Modelle. Durchaus in der Praxis werden die auch gemischt. Man sagen kann, jedes Modell hat seine Vorteile, dass es bestimmte Dinge vereinfacht. Aber wenn man das doch dann wieder besser machen will in bestimmten Dingen, dann ist es manchmal eine Kombination am besten. Wenn man jetzt generalisieren möchte, benutzt man dazu verschiedene Generalisierungsoperatoren. Diese beschreiben bestimmte Transformationen jetzt von einem Modell zu einem anderen, vom digitalen Datenmodell zum kartografischen Modell oder meinetwegen auch kann man sich überlegen bei der Datenerfassung. Diese Operatoren sind jetzt keine Algorithmen an sich, sondern es sind so vereinfacht in Worte gepackte Dinge, die passieren. Ich habe auf der rechten Seite meine Grafik rausgesucht, was so die sieben typischen elementaren Generalisierungsvorgänge sind oder Generalisierungsoperatoren. Diese zu implementieren, ist dann eine schwierige Aufgabe teilweise. Teilweise ist es relativ einfach, wenn es darum geht, Dinge zu vereinfachen. Klar denkt man daran, okay, da gibt es einen Douglas-Volker-Algorithmus, damit kann man vereinfachen. Vergrößern geht auch ganz gut, verdrängen. Ja, da wird es schon schwierig. So Objekte gegeneinander verschieben. Ja. Zusammenfach auswählen bzw. fortlassen. Okay, kann man sagen, anhand der Attribute sage ich, okay, lasse ich weg, ist zu klein, ist zu groß, ist zu unwichtig die Straße. Man kann umklassifizieren anhand der Eigenschaften, wie ich das vorhin schon zum Beispiel gesagt habe, mit dem Wald, wenn man sagt, okay, der Laubwald und der Nadelwald interessiert mich nicht, ist einfach Wald. Man kann die Geometrien ändern, zum Beispiel, wie es hier gezeigt ist, von der Kirche, die als Fläche dargestellt wird, zu einer Punktsignatur. Und man kann versuchen, bestimmte Dinge zu betonen.
zum Beispiel unten bei der 7, das letzte Beispiel da, grafisch dann die wichtigere Straße größer zu machen. Die Umsetzung dessen ist jetzt ganz unterschiedlich. Das kann einmal in der Grafik passieren, das kann im GIS passieren mit verschiedenen Algorithmen, die man dazu schlau kombinieren muss. Die Daten sind heute nicht mehr das Problem. Also gibt natürlich auch vorgeneralisierte Daten wie das Natural Earth Data Modell, das verschiedene Maßstäbe schon beinhaltet, aber es gibt noch so viele Maßstäbe bzw. Zoomstufen im Web dazwischen, wo man sagen kann, okay, da ist noch eine Anpassung erforderlich. Wie sieht das jetzt am Beispiel von OpenStreetMap und PostGIS aus? Nehmen wir mal an, der OpenStreetMap-Mitwirkende erfasst Daten nach Luftbildern, nach GPS-Tracks, erfasst Attribute und dann macht er damit Erfassungsgeneralisierung. Der nächste Schritt, wenn wir jetzt in die Datenbank wollen, müssen wir jetzt überlegen, wie kommen wir jetzt vom Schlüsselwertmodell hin zu dem relationalen Datenmodell von PostgreSQL und PostGIS. Dafür gibt es verschiedene Tools, um das umzuformen, wo man sagt, okay, OSM to PostgreSQL in Possen ermöglicht diesen Import in eine relationale Datenbank. Damit bewegt man sich schon ein erstes Stückchen in Richtung Visualisierung. Das Datenmodell wird jetzt für die Visualisierung schon optimiert aufgebaut. Es folgt dann die kartografische Generalisierung, wo jetzt vor allem Geometrien aufbereitet werden für die Visualisierung. Sie werden zusammengefasst, vereinfacht, sie werden ausgewählt und es wird jetzt versucht, die Daten möglichst für die verschiedenen Maßstäbe bzw. Zoomstufen anzupassen, um das dann halt optimal lesbar zu machen, so dass der Kartennutzer dann versteht, wie die Situation in der realen Welt ist, aber gleichzeitig auch nicht überlastet wird mit zu viel Informationen. Ja, einfaches Beispiel, wir nehmen den Wald von OpenStreetMap, importieren den jetzt, werfen zusammen Land Use Forest, Natural Wood, sagen, das ist jetzt alles Wald, importieren das in PostGIS und ich sage jetzt mal, um es später einfacher zu machen, wir reprojizieren das jetzt schon in einen UTM-Entwurf, sodass es flächentreu ist und dass wir dann quasi einfacher mit Einheiten rechnen können. Was sind dann jetzt hier so Probleme? Man sagt, okay, da sieht man, der Wald besteht aus vielen kleinen Stückchen teilweise. So, ja, hier sind zum Beispiel ganz viele Details. Aber es kann auch noch sein, dass da viele kleine Löcher drin sind. Na, die will man dann vielleicht auch raus haben. Oder ist viel zu klein. Also es gibt eine Vielzahl von Problemen in diesen Daten, wo man sagt, okay, man will jetzt das für einen bestimmten Maßstab aufbereiten. Man hat so kleine Flächen, man hat so kleine Polygone, man hat angrenzende Polygone, die man dann beachten muss, wenn man eine Auswahl nach der Größe macht. Man hat so viele Details. Wie kann man das jetzt besser machen? Wenn man sich jetzt überlegt, ich möchte das jetzt für den Maßstab 1 zu 100.000 aufbereiten, dann kann ich einen Blick in die Literatur werfen und mir überlegen, okay, es gibt die Vorgaben jetzt für eine Papierkarte, wie groß bestimmte Dinge sein müssen, wie groß die Löcher sein sollten, damit sie deutlich lesbar sind, wie groß sollten diese Linienänderungen sein, Minimalgröße. Wenn ich mir jetzt diese Werte anschaue auf dem Papier und überlege, okay, ich habe den Maßstab, ich habe eine flächentreue Darstellung, die auch sehr wahrscheinlich längentreu ist jetzt als UTM, dann kann ich mir überlegen, welche Werte habe ich denn jetzt im GIS, mit denen ich dann auswählen kann, beziehungsweise wie die Daten bearbeiten kann. Ich habe mir dann für den Wald jetzt ganz allgemein ein paar Arbeitsschritte überlegt, wo man sagt, okay, wie kann man das jetzt aufbereiten für den Maßstab 1 zu 100.000? Ich habe mir erst überlegt, okay, ich erweitere die Waldflächen um 20 Einheiten, also 20 Meter, wenn man im richtigen Bereich ist, und nutze das dann, um überlappende Flächen, die ich jetzt damit geschaffen habe, beziehungsweise schmale Lücken zwischen kleinen Waldstücken zu schließen. So, dann sage ich, okay, ich habe die Waldflächen jetzt ja vergrößert, künstlich, nachdem ich sie zusammengefasst, ich schrumpfe jetzt sie wieder zurück, ich will ja keine Größenänderungen haben, und filtere im anschließenden Schritt dann zu kleine Waldflächen heraus, die jetzt noch übrig geblieben sind und nicht irgendwo noch angeschlossen wurden. Anschluss gucke ich nach zu kleinen Löchern, schmeiße die raus, sodass die verschwinden, könnte man wahrscheinlich dann eh nicht mehr lesen. Und zum Schluss wird dann noch die Linie vereinfacht, quasi die Außenlinie, um unnötige Details da auszuwerfen. Wie habe ich das jetzt gemacht?
Ich habe das jetzt mit einer etwas komplexeren SQL-Abfrage gemacht für PostGIS, die ich hier einfach mal zeigen möchte, wo man sieht, okay, verschiedene Funktionen kombiniert, wo man sieht, Sieve macht die Löcher raus, Linienvereinfachung, da mache ich alles zu Multipolygon, da ist der Buffer, da ist das Zusammenfassen und da ist der Filter. Also es ist eine ganze Menge jetzt eine Anfrage zusammengepackt, aber es funktioniert und man hat danach einen besseren Wald, wie man gleich sehen wird. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe die kartografische Generalisierung nach dem Sternmodell gemacht. Ich habe mir jetzt überlegt, okay, ich nehme jetzt quasi das Datenmodell und gehe dann gleich in einen spezifischen Maßstab und ohne jetzt irgendwelche Reihen aufzubauen. Das Endergebnis kann man schlussendlich als Tabelle oder als View im PostGIS speichern und hat das damit da und kann damit weiterarbeiten. Hier nochmal die Walddaten. Und hier die generalisierten Daten. Ausgangsdaten. Und generalisierte Daten. Ich hoffe, man hat jetzt so ein bisschen den Unterschied gesehen. Ich habe das jetzt noch weiter vergrößert, damit man jetzt die Details sieht. Ich habe mich auch absichtlich für den Maßstab 1 zu 100.000 entschieden, damit man halt wirklich sieht, wie sich da jetzt was ändert und der Wald anders aussieht. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Ich bleibe jetzt einfach bei Flächengeometrien, um ein bisschen jetzt nicht zu sehr hin und her zu wechseln. Aber ich möchte jetzt mal zeigen, wenn man jetzt zum Beispiel sich Gebäude anschaut, für den Maßstab 1 zu 50.000, muss man ein bisschen anders vorgehen, weil Gebäude andere Eigenschaften haben. Man hat andere Erwartungen daran, wie die am Ende aussehen. Das möchte ich mal demonstrieren, unabhängig davon mit dem Maßstab. Hier kann man wieder quasi die Minimaldimension sich ausrechnen, wie die jetzt aussehen müssen. Und wie man die jetzt theoretisch einfach wieder im PostGIS anwenden kann. Der grobe Arbeitsablauf ist wieder der gleiche. Gebäude nach PostGIS importieren, reprojizieren, so dass es flächendreieckig wird. Und ja, was sind jetzt so die Probleme? Ja, es gibt eine Vielzahl von kleinen Gebäuden. Wenn man hier sieht, okay, das sind alles Villenviertel da. Aber für den Maßstab 1 zu 50.000 sind die eigentlich schon zu klein. Dann sieht man hier, es gibt auch große Gebäude, die auf jeden Fall erhalten bleiben, aber die haben so viele kleine Details. Wenn man jetzt quasi einfach den Douglas Polka darauf loslässt und sagt, naja, okay, erhält er dann halt diese typisch rechteckige Gebäudestruktur, dann wird das halt schwierig, wenn man sich das im Detail anschaut. Daher muss man die Vorgehensweise wieder anpassen und sich überlegen, was man macht. Also die Gebäude sind teilweise zu klein. Aber man muss versuchen, die Minimaldimension einzuhalten. Also man muss wieder die Gebäude vergrößern. Gebäude lassen sich schwierig vereinfachen mit den Vereinfachungsansätzen. Man muss überlegen, wie man da vorsichtig sich rantastet, dass es nicht zu stark von den typisch rechteckigen Formen weggeht. Ja, wie macht man das jetzt am besten? Okay, man versucht erstmal wieder angrenzende Gebäude zusammenzufassen. Im nächsten Schritt lässt man zu kleine Gebäude weg. Wenn sie wirklich zu klein sind, irgendwo muss man die Minimalgröße setzen, dann fallen sie halt einfach weg. Man kann nicht jeden Schuppen darstellen. Dann die hinreichend großen Gebäude auf einen Punkt reduzieren und überlegen, okay, die reduziere ich auf einen Punkt. Und dann kann ich mir überlegen, die Straße, die Gebäude sind nach der Straße ausgerichtet, da könnte ich mir doch die Rotation herholen. So. Da wird aus diesen einzelnen Gebäuden jeweils ein Punkt mit einer Rotation. Die Darstellung erfolgt nun durch ein abstraktes Quadrat, was rotiert ist, und damit ist die Mindestdimension erfüllt. Größere Gebäude kann ich versuchen, dezent zu vereinfachen, sodass die Formen erhalten bleiben. Ja. Am Ende sind es jetzt dieses Mal zwei SQL-Abfragen geworden, relativ übersichtlich. Braucht man noch eine zweite Tabelle zusätzlich zu den Gebäuden dazu, die mit den Straßen, wo man diese Rotation herberechnen kann, mit einer Funktion, die ich mir hier geschrieben habe. Und man bekommt am Ende zwei Layer raus. Ein Punktlayer für die typifizierten Gebäude und ein Layer für die vereinfachten Gebäude. Kann man sich wieder speichern als Tabelle und es ist gutes Beispiel auch für die kartografische Generalisierung, die ein bisschen anders jetzt läuft, obwohl wir eigentlich auch nur mit Flächen gearbeitet haben.
Hier nochmal die Ausgangsgebäudedaten. Hier die generalisierten Gebäudedaten. Nochmal die Ausgangsdaten. Hier wieder das Ergebnis. Auch wieder vergrößert, damit es besser sichtbar wird. Klar kann man sagen, es klappt jetzt nicht immer. Es klappt vielleicht zu 90%. Aber man sieht den Unterschied, dass es jetzt deutlich aufgeräumter ist. Man erkennt trotzdem noch die Struktur, wo die Straßen lang gehen müssen. Die zu kleinen Gebäude sind verschwunden. Und die wichtigen Gebäude, die Wohngebäude entlang der Straßen sind immer noch erhalten geblieben. Damit wäre ich dann auch schon am Ende. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es jetzt noch gewisse offene Fragen gibt, die jetzt gar nicht so in dieser Kürze zum Tragen kommen können. Ist das jetzt immer nur ein Objekt für sich zu betrachten, eine gute Idee? Naja, nicht immer. Es muss aber irgendwie abgegrenzt werden, wenn ich das Studenten vermittle, wo ich sage, okay, ich schaue mir jetzt erstmal nur den Wald an sich an. Kann man das nicht auch mit Rasterdaten machen? Ja klar, nur PostGIS und Rasterdaten funktioniert nicht so gut. Ja. Was ist jetzt eigentlich mit Webkarten, digitalen Karten? Da ein Millimeter? Ja, Millimeter ist halt immer gleich groß. Ein Pixel ist unterschiedlich groß, Abhängigkeit von dem Gerät, was man verwendet. Daher ist Millimeter aus meiner Sicht erstmal die bessere Referenz, von der man beginnen kann, weiter zu arbeiten. Funktioniert denn das Ganze, was ich jetzt gezeigt habe, auch mit größeren Datenmengen? Ja, man sollte sich nur überlegen, wie man vorgeht. Also nicht ganz Deutschland auf einmal verarbeiten, sondern überlegen, das stückweise zu machen. Denn läuft das wahrscheinlich besser. Als Fazit, ja, es gibt keine allgemeingültige Lösung für Generalisierungsprobleme. Solange man Karten macht, generalisiert man und versucht, diesen Prozess zu optimieren und zu automatisieren. Also perfekt läuft das noch nicht, aber man kommt immer ein Stück voran. Man muss sich bei der Generalisierung bewusst sein, dass es halt komplexer Prozess ist, wo man immer anpassen muss an die Geometrie, Trieltyp, an den Maßstab, ans Ausgabemedium, an die Objektart, an den Abstraktionsgrad, wie detailliert das sein soll und an die angestrebte Darstellung, wie man das darstellen will. Also es gibt eine ganze Menge zu beachten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt ein paar Ideen geben für Ihre Arbeit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Matthias, vielen Dank für den interessanten und praxisorientierten Vortrag mit den vielen Beispielen. Es sind auch schon erste Fragen. Vielen Dank für die interessante Einführung. Gibt es Materialien, Bibliotheken oder Frameworks, die man nutzen kann, um sich in den komplexen Prozess der Generalisierung einzufinden? Ja, also gute Frage, ob man jetzt da ein Handbuch hat für Generalisierung. Ich habe selber Kartografie studiert und kann nur sagen, es gibt leider nichts. Es ist für mich selber auch immer nur der Prozess des Schauens bei anderen, wo ich sage, okay, wie werden die das wahrscheinlich gemacht haben? Wie können die das gelöst haben? Es ist umso schöner, wenn wir mal in den Quellcode hineinschauen können. Aber ich kenne leider kein Buch, kein Ratgeber, kein Nichts, wo man sagt, so geht's praktisch. Das ist anschauen, lernen und besser machen. Ja, eine zweite Frage. Das Beispiel der Generalisierung des Waldes berücksichtigt nicht die angrenzenden Objektarten. Topologien zu angrenzenden Objekten gehen verloren. Gibt es Ansätze unter Verwendung von PostGIS-Topologie? Ja, ich habe das schon auf der letzten Folie aufgegriffen. Wenn ich einen guten Weg wüsste, wie ich das machen würde, würde ich es versuchen mit der PostGIS-Topologie zu lösen, aber noch weiß ich es nicht und die Beispiele, die ich hier gezeigt habe, beziehungsweise der Arbeitsablauf ist jetzt so ein Teil von einer Übung, die wir mit Studenten machen, wo es auch darum geht, es zum noch möglichst einfach und überschaubar zu halten, wie man halt zu anschaulichen Ergebnissen kommt. Es gab in den letzten Jahren viele Versuche mit Generalisierung, wo man versucht hat, mit Topologie und allen möglichen das auch in anderen Softwareumgebungen zu berücksichtigen, aber das sind dann solche komplexen Workflows geworden, dass man gesagt hat, das ist unpraktisch. Dann kann man zwar sagen, okay, man kann ganz Sachsen in einem Monat generalisieren, das vollautomatisiert, aber das bringt es dann auch nicht mehr. Ja, zu der vorherigen Frage hatte Stefan Keller im Chat einen Hinweis mit einem Link geschickt, für die, die es vielleicht interessiert. Ja, genau. Der Hinweis ist gut mit dem Link. Das ist auch
die Quelle für meine Grafiken mit den Mindestdimensionen, wo das eigentlich sehr, sehr schön und anschaulich erklärt ist, wie man es machen sollte. Es ist jetzt halt kein technischer Ratgeber, wie man das umsetzt, nur wie das Endergebnis aussehen sollte und gibt dafür eigentlich sehr, 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 sehr schöne Hinweise, wo ich sage, besser als die meisten Lehrbücher das jemals machen. Ja, noch eine Frage. Gebäudegeneralisierung. Werden kleine Gebäude noch stärker vergrößert, zum Beispiel für kleinere Maßstäbe? Überlappen sie sich dann irgendwann? Gibt es Ansätze in PostGIS, um diese zum Beispiel auszudünnen? Also ich habe jetzt versucht, die Gebäude in drei Gruppen einzuteilen. Inzwischen Gebäude, die jetzt zu klein sind. Weil ich sage, wir betrachten jetzt ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus, dann ist es meinetwegen der Schuppen, wo ich sage, okay, das ist zu klein. Ich schätze jetzt anhand der Grundfläche, wenn die jetzt ist, naja, 10, 20 Quadratmeter, da wohnt wahrscheinlich niemand, kann das weg. Jetzt habe ich versucht herauszufinden, empirisch, so was ist ein Einfamilienhausgröße, okay, 80 bis 100 Quadratmeter, danach, okay, und größer kann ich darstellen. Habe ich festgestellt, okay, das mit 80 bis 300 Quadratmeter ist eigentlich zu klein für die Minimaldimension. Das abstrahiere ich mit diesen rotierten Rechtecken. Und darüber nehme ich einfach die Gebäude als Polygon und stelle sie genauso dar, wie sie sind, halt nur ein bisschen vereinfacht. Das ist jetzt meine vereinfachte Lösung. Ich habe die jetzt nicht weiter ausgedünnt. Wenn die sich Gebäude sich am Ende überlappen, dann überlappen die sich. Die sind jetzt auch nicht verdrängt. Das ist, würde ich sagen, jetzt die schnelle, einfache Lösung. Ja, dann eine Frage. Ich habe die Sache mit dem Puffern und Schrumpfen nicht verstanden. Geht es nur darum, dass mehrere kleine Polygone zu einem Multipolygon zusammengefasst werden? Ja, unter anderem auch, aber das ist gar nicht mal so der Fall. Das könnte man auch damit machen, indem man schon die angrenzenden zusammenfasst, dass das Puffern und das wieder zurückpuffern geht darum, jetzt so kleine Schneisen im Wald zu schließen. Weil teilweise sind Schneisen, die durch den Wald gehen, die sehr schmal sind, wenn da eine Straße durchgeht. Da endet der Wald auf der einen Seite der Straße und auf der anderen Seite der Straße geht ein neues Waldpolygon los. Und wenn man jetzt sagt, im Maßstab 1 zu 10.000 ist das okay, dann kann man das wahrnehmen. Aber im Maßstab 1 zu 50.000 oder 1 zu 100.000 ist das eine Lücke zwischen 5 Metern, die man einfach schließen kann. Und deshalb quasi durch das Puffern überlappen die Polygone dann, werden zusammengefasst und durch das Zurückpuffern quasi würde das normalerweise wieder zurückgehen, aber da die Lücke geschlossen ist, wird sie nicht mehr geöffnet und damit hat man quasi diese schmale Schneise geschlossen. Ja, eine Frage, die auch in die Richtung geht, wäre statt Puffer nicht auch die Erstellung von Hüllen geeignet? Eine Hülle, es gibt ja die konvexe und die konkave Hülle, wären Abstraktionen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das funktionieren könnte. Denn noch eine Frage, gibt es Ansätze zum Verdrängen von Geometrien? Sind mir leider noch keine bekannt. Ich bin gerade selber ein bisschen so dabei, mich in das Thema einzulesen und zu schauen, wie man das machen könnte. Aber aktuell kann ich da keine Tipps geben, vielleicht im nächsten Jahr. Ja, das wären jetzt so die Fragen, die im Fragenchat gestellt wurden. Matthias, ich danke dir nochmal ganz doll für den Vortrag.